Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Robert Seifert begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Soziologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und arbeitet unter anderem an einer Theorie algorithmischer Sozialität. Gemeinsam mit Jonathan Roberge hat er den Sammelband Algorithmuskulturen herausgebracht, den man als Open Access Publikation bei Transkript finden kann. Und Full Disclosure, Robert betreut meine Doktorarbeit, was mich sehr freut. Ich habe diese Folge hier ein wenig vorproduziert, weshalb ich jetzt auch gar nicht großartig irgendwelche Danksagungen einbauen kann, was ich natürlich sonst immer sehr gerne mache, und wünsche euch deswegen einfach viel Freude bei der heutigen Episode mit Robert Seifert zu algorithmischer Sozialität. Herzlich willkommen, Robert. Hallo Jan. Fangen wir mit der Definitionsfrage an. Was sind Algorithmen und inwiefern unterscheidet sich vielleicht dein Zugang zu dieser Frage von anderen? Wogegen grenzt er sich vielleicht auch ab? Ja, Algorithmen, das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, weil es dafür ganz unterschiedliche Definitionen gibt. Vor allem gibt es eben auch unterschiedliche Definitionen in den Sozialwissenschaften, nicht, oder in der Soziologie. Ich habe mir da ein ganz spezifisches Verständnis angeeignet oder übernommene Definition, also dass man Algorithmen als relational und prozessual versteht. Also diese doppelte Charakteristik ist mir da immer ziemlich wichtig. Und das kann man vielleicht am besten verstehen, wenn man das mal versucht, mit anderen gängigen Definitionen von Algorithmen in eine Beziehung zu setzen. Also häufig werden Algorithmen definiert als formale Handlungsanweisungen oder als die Gesamtheit von Regeln von Input und Output, nicht, also der Verarbeitung von Input und Output, oder als eine Art Symboltabelle, eine klassische Analogie ist auch immer das Rezept, nicht, also das Rezept sagt sozusagen genau, was man in welchen Schritten machen soll, wie viel Gramm Zutaten in welchem Zeitraum und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich zwei Implikationen, oder es hat zwei Voraussetzungen, solche Definitionen. Einerseits wird davon die Hardware von der Software getrennt. Also man sagt eben, der Algorithmus ist sozusagen eine formale Handlungsanweisung, die mit einer Software dann zum Beispiel in einem Programm in Gang gesetzt wird. Und man trennt eben die Handlungsanweisung dadurch auch von der Implementierung, nicht? Also die Implementierung des Algorithmus muss dann nochmal durch einen anderen Prozess vonstatten gehen. Und für mich ist eben wichtig, dass diese Definition des Algorithmus selbst schon prozessual ist, dass er sozusagen diese Implementierung selbst schon enthält. Das wäre sozusagen wichtig. Das sind selbst Prozesse. Der Techniksoziologe Roger Häusling sagt, dass Daten die Produkte von Relationierungen sind. Und das finde ich eigentlich insofern eine ganz gute Definition, weil man dann eben sagen kann, dass Algorithmen eben genau diese Relationierungsprozesse sind, nicht? Also die Algorithmen relationieren Daten und produzieren sie oder koproduzieren sie dabei. Das heißt, insofern geht eben die Definition des formalen Rezepts ein bisschen an der Realität vorbei, weil das eben der Algorithmus, der Ablauf dieses Prozesses selbst ist, nicht? Schreiben sozusagen Temporalität und Zeitlichkeit in die soziale Welt ein. So kennen wir sie als Soziologen ja auch, die Algorithmen. Wenn wir sie jetzt nicht computerseitig uns anschauen, wie sie geschrieben sind, im Alltag begegnet man Algorithmen in erster Linie auch durch eine sehr spezifische Zeitlichkeit, indem sie eben unsere Handlungen mitstrukturieren. Bei Shintaro Miyazaki, so ein Medienwissenschaftler, hat einen sehr schönen Begriff dafür, dass die sich entfalten müssen und sich in Zeit verkörpern. Das finde ich eine sehr gute Beschreibung dafür. Wie gesagt, also nicht nur ein formales Schema, ein real ablaufender Prozess. Und man würde eben sogar sagen, es handelt sich genau genommen um eine Art Maschine, nicht eine algorithmische Maschine. Und diese Definition wiederum ist jetzt inspiriert von dem Computerwissenschaftler Yuri Gurevich, der eben zugleich noch darauf hinweist, dass diejenigen, die Algorithmen von ihrer Implementierung trennen wollen, die also sagen, Algorithmen und Computerprogramme oder Codes sind verschiedene Dinge, dass die eben den Begriff der Implementierung für Dinge verwenden, die selber Algorithmen sind, nicht? Also die Implementierung selbst ist eigentlich wieder ein algorithmischer Prozess. Und das wäre
sozusagen, wenn ich das mal versuchen würde, so knapp zusammenzufassen, einerseits die Spezifik meines Algorithmusverständnisses herauszuarbeiten, aber auch eben da eine Unterscheidung vorzunehmen von dem, was andere. Die zentrale Unterscheidung, wie gesagt, ist wirklich besteht darin, dass, glaube ich, der Begriff des Rezeptes extrem irreführend ist, weil das so tatsächlich aus einer techniksoziologischen Perspektive eigentlich überhaupt nicht, wie auf diese Art und Weise Algorithmen eigentlich nicht begegnen. Und wir kommen später dann auch noch zu ganz konkreten Beispielen, anhand derer, finde ich, man das wirklich sehr schön auch sehen kann, inwiefern dieses relationale Verständnis von Algorithmen eigentlich auch nachvollziehbar ist. Ja. Bevor wir dahin kommen, interessiert mich aber noch ein bisschen eine Beschreibung der Ausgangslage, denn du gehst von einer umfassenden, im Grunde sogar allumfassenden, Zitat, algorithmischen Transformation der Gesellschaft, Zitat Ende, aus und schreibst da, nochmal zitiert, es gibt keinen Weltzugang und keine soziale Beziehung, in denen keine sozialen Beziehungen, in denen keine algorithmischen Elemente eingebunden sind. Zitat Ende. Worum handelt es sich bei dieser algorithmischen Transformation der Gesellschaft und was bedeutet sie für den Versuch eines Verstehens der Gesellschaften? Also das ist natürlich eine Formulierung, die gerichtet ist sozusagen von einem Soziologen an die Soziologie. Das ist einerseits sozusagen ein Gesellschaftsbefund, nicht die Gesellschaftsanalyse, und zugleich aber eben auch eine Herausforderung für die Soziologie, insbesondere die soziologische Theorie, dass man eben sagt, nicht die Zentralen in der Soziologie, auch wenn es natürlich mit der Techniksoziologie und den Science and Technology Studies und Medienwissenschaften natürlich Mediensoziologie viele spezielle oder Formen der Soziologie gibt, die sich mit der Auseinandersetzung mit Dingen und Medien beschäftigen, ist eben doch, kann man schon sagen, die Mainstream-Soziologie beschäftigt mit der Interaktion und der Beziehung von menschlichen Wesen. Das ist tatsächlich eben so, wenn Sie das jetzt studieren oder ein Einführungsbuch zur Soziologie nehmen, sind soziale Beziehungen eben Beziehungen zwischen Menschen. Vielleicht kann man auch, wenn man Beziehungen thematisiert oder sich dazu anschaut, wie die Soziologie sich dazu positioniert, kann man vielleicht noch einen Kommunikationsbegriff finden, der das vielleicht noch abstrakter macht und sich nicht allein auf menschliche Interaktion bezieht. Aber die sind dann meistens eben so abstrakt, dass es dann eigentlich keinen Unterschied mehr macht, wer sozusagen mit wem kommuniziert. Das können dann Systeme und Menschen und alles Mögliche miteinander sein. Und wenn man das dann sozusagen so verallgemeinert und sagt, soziale Beziehung ist jede Form von Kommunikation, dann kommt man natürlich zu dem nicht sehr überraschenden Befund, dass wir eigentlich immer schon in der digitalen Gesellschaft gelebt haben. Das liegt da einfach sozusagen an dem theoretischen Zuschnitt. Aber nicht, wie gesagt, der dominante soziologische Zugang, das kann man, mein Lieblings, wenn ich das in der Lehre mache, nehme ich immer Wikipedia-Seite zur Soziologie heraus, steht eben dann auf der ersten Zeile, ist die Wissenschaft von Menschen und den sozialen Beziehungen. Das steht da ganz selbstverständlich. Und jetzt ist eben der Befund, dass wenn man sich das anschaut, schon seit einigen Jahren eigentlich davon keine Rede mehr sein kann, dass das sozusagen der dominante Weltzugang ist, sondern der dominante Zugang ist eben über technische Dinge oder mit technischen Dingen, dass man sagen kann, die Face-to-Face, die reine menschliche Interaktion ist sozusagen fast schon ein Spezialfall geworden. Umso mehr jetzt in der ganzen pandemischen Situation, denn auch wir sitzen ja jetzt im Studio nicht uns gegenüber, sondern auch wir sind hochgradig algorithmisch vermittelt. Insofern hat uns das sozusagen jetzt, diese pandemische Situation, das noch stärker sozusagen transparent gemacht, wie weit wir vermittelt sind und das einerseits sozusagen diese digitale Vermittlung, aber eben auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, diese Frage der algorithmischen Sozialität, dass es eben nicht allein irgendwie einfach nur technische Gerätschaften sind, die uns miteinander verbinden, wie eine Wippe oder eine Schaukel oder irgend sowas, sondern dass es eben immer Techniken sind, die mit algorithmischen Prozessen uns in Verbindung miteinander setzen. Nicht? Also ältere Beispiel, immer wenn man mit älteren Menschen spricht, heißt es dann immer, früher konnte man einfach mal bei jemandem vorbeikriegen und klingeln. Kommst du runter oder nicht? Machen wir was? Mittlerweile ist das sozusagen völlig undenkbar, dass ich bei jemandem völlig vor der Tür stehe. Es ist halt immer irgendwie verabredet über Messenger-Apps oder E-Mails oder wie auch immer. Man sieht halt sozusagen, dass zwischen diese zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich in fast jeder Form, wie wir uns begegnen, eigentlich algorithmische Prozesse
dazwischen geschaltet sind. Nicht, dass es möglicherweise von der Partnersuche bis zur Orientierung im Raum, Landkarten oder jetzt diese Situation hier, sich den Podcast anzuhören oder ihn zu produzieren, alles hochgradig algorithmische Prozesse sind, die ohne das gar nicht erklärbar sind und insofern eben nicht die Herausforderung an die Soziologie, diesen Interaktions- oder Beziehungsbegriff da umzustellen. Und da ist jetzt die algorithmische Sozialität eben der Versuch, dem Umstand gerecht zu werden, dass jede Form der Beziehung in erster Linie über algorithmische Systeme läuft. Und allgemein bekannter, würde ich sagen, ist ja der Begriff der digitalen Transformation. Du schreibst eben von der algorithmischen Transformation. Ich erinnere mich da an ein Paper von dir, wo du zu Beginn eben auch eine Unterscheidung einführst zwischen Digitalisierung 1.0 und Digitalisierung 2.0. Das scheint mir so ein bisschen in eine ähnliche Richtung zu gehen. Mhm. Also ist es schon so zu verstehen, dass du das untereinander auch nochmal unterscheiden würdest, die Frage der digitalen Transformation und die Frage der algorithmischen Transformation. Genau, das ist natürlich eine Unterscheidung, die heute von manchen natürlich gemacht wird, häufig nicht gemacht wird, dass man, wenn man alt genug ist, eigentlich den Digitalisierungsbegriff nochmal für einen Begriff der 90er, 2000er Jahre hielt, dann ist der verschwunden. Und seit einigen Jahren ist er wieder als sozusagen der heißeste Begriff wieder aufgetaucht. Was eigentlich überraschend ist, dass sozusagen so ein Revival so schnell wieder auftaucht, eine Mode jetzt nicht, das hat keine 40, 50 Jahre gedauert, sondern der kommt irgendwie nach 20 Jahren wieder raus und alles ist sozusagen digital. Und da ist jetzt der Versuch, die Unterscheidung hier zu machen, dass man sagt, Digitalisierung 1.0 ist eben tatsächlich unterschieden von Digitalisierung 2.0, ganz einfach gesagt, durch den Grad der Verallgemeinerung. Dass man eben sagen kann, in den 90er und Anfang 2000er Jahre war, wie unsere ehemalige Bundeskanzlerin gesagt hatte, das Internet tatsächlich noch Neuland. Das war für sie natürlich viel länger Neuland als für andere. Aber da ist es eben tatsächlich eben eine Nischenkultur. Da gibt es auch in der Soziologie oder in den Sozialwissenschaften dann auch sozusagen spezielle Soziologien, Internet-Studies, Software-Studies, die sich sozusagen in irgendwelche Experten-Nischen einarbeiten und dort die verwunderlichsten Dinge an die Gesellschaft hervorbringen und davon berichten. Und mittlerweile, und das ist eben der Unterschied zur Digitalisierung 2.0, würde ich sagen, hat es einen Grad der Verallgemeinerung und Verselbstständigung und Selbstverständlichung gefunden, dass man da eben nicht mehr von einer Nischen- und einer Expertenkultur sprechen kann, sondern das betrifft eben, wie gesagt, alle. Das, was ich jetzt versucht habe, mit der algorithmischen Sozialität zu beschreiben, also dass man jetzt sagen kann, in der Digitalisierung 2.0 ist der Punkt erreicht, wo es eben ja keine Experten, sondern eine Alltagskultur ist. Was natürlich Konsequenzen hat, weil was auch viel übersehen wird, weil eben in der Digitalisierung 1.0 in erster Linie ExpertInnen, Experten sich damit beschäftigt haben, die einen ganz anderen, ja auch vielleicht technikaffineren, technisch alphabetisierten Zugang zu den Technologien hatten, wo ich als Soziologe heute sagen würde, heutzutage ist der Zugang ganz anders, der ist eher implizit. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wie Algorithmen funktionieren und wie die Technik funktioniert. Und trotzdem funktioniert, benutzen sie es richtig. Aber das heißt natürlich, dass eine solche Analyse dieses beiden Fehler ganz anders untersuchen muss. Ich kann jetzt nicht so tun, als seien wir alle Software-Ingenieure. Und darin scheint mir auch das Problem der Aufforderung derjenigen zu sein, die sagen, wir sollten jetzt alle schon in der Schule Programm schreiben lernen. Das geht eigentlich an der Realität vorbei, weil das faktisch einfach mit Alltagsgegenständen nie der Fall ist. Die kennt man nie. Und ein Phänomen der Veralltäglichung und Verselbstständigung besteht immer auch darin, dass man es eben benutzt wie ein Toaster. Man weiß zwar, wie er angeht, aber sonst interessiert er auch dazu nicht sonderlich viel mehr. Und das wäre jetzt nochmal das Argument, einerseits sozusagen analytisch die beiden zeitlich historisch zu trennen und zweitens analytisch darauf hinzuweisen, dass man dafür eine ganz andere Form der soziologischen Untersuchungen braucht, weil es eben eine Veralltäglichung ist und einen anderen Rezipienten und Konsumenten voraussetzt als den noch in der früheren Phase der Digitalisierung 1.0. Also das würde jetzt ja diese Differenzierung zwischen Digitalisierung 1.0 und Digitalisierung 2.0 nachvollziehbar machen. Inwiefern steht das in Zusammenhang mit diesen beiden Begriffspaaren von algorithmischer Transformation und digitaler Transformation? Gibt es da sozusagen auch noch eine differenziertere Unterscheidung, was unter dem einen zu verstehen ist und was unter dem anderen? Das ist eine gute Frage. Also da würde ich bei digitaler Transformation eben schon eher auch noch an
Frage sozusagen einer vernetzten Gesellschaft denken, also die Frage der Vernetzung, ja, der Frage der Kommunikation. Der Vernetzungsbegriff bezieht sich sozusagen nicht notwendigerweise auf die Art und Weise, wie man in den Netzen prozessiert, sondern der bezieht sich in erster Linie darauf, auf diese Idee der Weltgesellschaft, dass man sozusagen an allen Formen, an allen Enden miteinander kommunizieren kann. Und da habe ich den Eindruck, dass der Begriff der digitalen Transformation auch häufig so verwendet wird. Aber es ist natürlich auch klar, dass mit Digitalisierung auch gemeint ist, häufig das, was ich sozusagen algorithmische Sozialität beschreibe. Dass man eben bestimmte Apps entwickelt, die mir erlauben, bestimmte Dinge zu tun. Aber ich würde sagen, dass digitale Transformation sich sozusagen noch auf ja noch anderes bezieht. Das heißt, ich mache ja auch die Unterscheidung zwischen eben Infrastrukturen und Systemen. Das heißt, nicht nur ich, das machen relativ viele. Und eben digitalen oder algorithmischen Systemen. Und die gesamte digitale Transformation umfasst natürlich auch den kompletten gesellschaftlichen Umbau der Infrastruktur, nicht? Also Einbau von Kabeln und Sensoren. Und das ist sozusagen auch eine massive gesellschaftliche Transformation, wobei sich eben, wogegen sich diese algorithmische Sozialität eben eher um die Art und Weise der, ja, des Prozesses, sozusagen des Lebensprozesses bezieht, wie wir miteinander in Verbindung treten. Einfach, dass nicht man auch sagen kann, dass bestimmte algorithmische Systeme, Apps oder was, auch immer eine gewisse Zeitlichkeit einen einschreiben. Nicht? Also wenn Sie das, schönes Beispiel ist ja immer Navigationsgerät. Ich würde schon sagen, dass das Phänomen, das da dran steht, immer an die Navigationsgerät, wie viel Zeit es bis zu Ziel ist, die Art und Weise des Fahrerlebens schon grundlegend ändert. Nicht, dass da steht, noch 3,5 Stunden bis zur Ankunft. Das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Form. Das kennen wir ja bei anderen Formen auch der Arbeit mit Apps oder mit Software, dass da immer eine bestimmte Zeitlichkeit implementiert ist. Nicht, dass wir, wenn wir jetzt Messenger-Apps benutzen, wir eine bestimmte Erwartung haben, wie lange jemand eine Nachricht schreibt. Nicht? Also das wird häufig gebrochen, wenn man mit älteren Leuten oder Leuten kommuniziert, die sich damit nicht auskennen. Dann kann man beobachten, wie der andere oder die andere schreibt und schreibt und schreibt und die Nachricht wird nicht fertig. Und dann gibt es irgendwie einen Punkt, wo man das, wo diese Erwartung sozusagen, was man als normale Antwortzeitraum hinnehmen würde, durchbrochen wird. Ähnlich kennen wir das ja auch bei E-Mails. Das hat auch sozusagen die Zeitlichkeit, wie wir miteinander interagieren, vollständig verändert. Eine E-Mail nach 14 Tagen zu beantworten, kann man machen, aber ist eben auch dann meistens, fällt auf. Also insofern wäre das vielleicht nochmal der Unterschied zur digitalen und Transformation algorithmischen Sozialität, dass es bei der algorithmischen Sozialität eben wirklich um diese Form, Art und Weise der prozessualen Führung des Lebens auch geht. Aber da kommen wir vielleicht noch darauf, dass man das eben jetzt nicht, das muss man vielleicht schon warnen sozusagen, wieder sagen, nicht notwendigerweise nur kritisch versteht und sagt, wir werden von den algorithmischen Maschinen diszipliniert und auf Linie gebracht. Das ist damit eigentlich nicht gemeint, sondern eher erstmal ganz analytisch der Umstand, dass es so eine Art von Interaktion zwischen Individuen, menschlichen Individuen und algorithmischen Systemen als dominantes Beziehungssystem gibt. Du hast jetzt schon ganz selbstverständlich immer mal wieder eben dieses Begriffspaar algorithmische Sozialität auch verwendet. Ich hatte ja zuvor noch quasi heranbahnend von algorithmischer Transformation gesprochen, aber es ist, glaube ich, trotzdem jetzt eben dann vielleicht nochmal sinnvoll, sich eben diesen Ausdruck ein bisschen genauer anzugucken oder was du darunter verstehst unter algorithmischer Sozialität. Es gibt da also andere Beziehungen, die es in den Blick zu nehmen gilt. Das hattest du jetzt schon beschrieben. Beziehungen, die auch in dieser Form eben vor der digitalen Transformation der Gesellschaften eben auch noch nicht existiert haben in dieser Form. Mhm. Und du fasst es eben dann unter dem Begriff der algorithmischen Sozialität zusammen. Was sind das für Beziehungen, die da eben neu auftreten, die durch eine algorithmische Sozialität beschrieben werden können? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, wie gesagt, das habe ich vielleicht jetzt schon ein bisschen zusammengemischt. Also es geht in erster Linie auch um diese Art von grundlegender Beziehung. Es geht auch auf den Anfangspunkt zurück, dass wir eben jede Art der sozusagen Alltagsorientierung mit Algorithmen ja
dass wir damit operieren, nicht? Also das geht ja sogar so weit, dass wir sagen würden, wenn ich jetzt entnetzen will und Digital Detox betreiben will, brauche ich da wahrscheinlich auch ein Navigationsgerät, was mich zum Camp fährt. Also auch dieser Ausstieg ist sozusagen wieder über solche Orientierungen und Zeitlichkeitsphänomene vermittelt. Und nicht diese Zeitlichkeit ist mir dabei relativ wichtig. Also die Frage, was ich jetzt schon beschrieben habe, eben einerseits, dass wir, das kann man sich eben hier nochmal deutlich klar machen, der Unterschied zwischen Algorithmus und Rezept. Ein Navigationsgerät ist eben nicht allein nur ein Rezept. Da kann man natürlich sagen, da steht sozusagen, jetzt fahren Sie rechts und danach 300 Meter fahren Sie wieder links und danach fahren Sie wieder links und dann fahren Sie wieder rechts. Das wäre sozusagen, das könnte man aufschreiben, dann könnte ich mir das durchlesen, dann könnte ich da sozusagen danach folgen. Aber wir wissen eben aus der eigenen Erfahrung, dass das im Navigationsgerät eben ganz anders funktioniert, weil das eben permanent uns begleitet, das Gerät. Und uns sozusagen in gewisser Weise auch antreibt oder zurückhält, bestimmte Dinge zu tun. Oder wenn wir noch weitere Assistenzsysteme in Beziehung setzen, eben vielleicht auch sagt, dass wir immer mal eine Pause machen sollen und so weiter und so fort, nicht. Aber beim Messenger, das hatte ich beschrieben, dieses Phänomen der Zeitlichkeit, aber auch bei sozialen Medien ist es eben auch so. Wir reden häufig davon, dass es eben darauf ankommt, mit besonders aufmerksamkeitsreichen Bildern oder Posts sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren, auf welchen Medien auch immer, Instagram vielleicht mit Bildern, Twitter muss es halt ein besonders witziger Tweet sein, also das ist sozusagen in sozialen Medien sehr unterschiedlich, aber es kommt nicht nur sozusagen darauf an, was man und wie man es postet, sondern eben auch in welcher Zeitlichkeit, nicht? Also dass man das bei diesen sozialen Medien eben auch berücksichtigt, dass man das mit einer relativ großen Regelmäßigkeit macht und wenn man jetzt wenig postet, dann wird der nächste Post, den man nach 2 Wochen postet, auch entsprechend runtergerankt. Und auch hier haben wir diese Zeitlichkeit, die ich vorhin bei den E-Mails oder Messengern beschrieben habe, eine bestimmte erwartbare Zeit überschritten ist, dann wird man sozusagen, taucht das nicht mehr in der Aufmerksamkeit auf, es taucht nicht mehr in der Aufmerksamkeit der eigenen Person auf, weil man sagt, ja, die E-Mail, da war vor 14 Tagen, das ist jetzt nicht mehr relevant. Oder eben der Algorithmus sagt, das, was Sie jetzt hier posten, ist nicht mehr aufmerksamkeitsrelevant, weil du als Person viel zu selten was machst, nicht? Also diese Zeitlichkeit, diese spezifische, findet man eben da. Und das ist mit dem Begriff der Sozialität eben gemeint, nicht dieser Doppelbegriff Relationalität, also Beziehungen nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Dingen und Prozesse. Das heißt, die Form der Art und Weise, wie man in eine Beziehung miteinander tritt, ist hochgradig von algorithmischen Prozessen mitgeprägt. Und umgekehrt, da nochmal anzuschließen an den vorhergehenden Kommentar, prägt man diese Prozesse eben auch mit, nicht? Also das ist sozusagen auch eine Wechselseitigkeit und nicht nur eine einseitige, determinierende, bestimmende Beziehung. Ein Aspekt oder ein Teil dessen, was du als algorithmische Sozialität beschreibst, sind eben verschiedene Formen der Beziehung. Und das sind eben nicht immer nur Formen zwischen Menschen und Algorithmen, sondern es gibt da eben verschiedenste Interaktionen, die durch diese algorithmische Sozialität mit in den Blick kommen können. Und das sind eben auch unter anderem interalgorithmische Beziehungen. Also es geht eben nicht nur darum, damit jetzt beschreibbar zu machen, dass all unsere, gemeint Menschen, Leben und unser Handeln von Algorithmen sozusagen auch betroffen und mitbestimmt und koproduziert sind, sondern es gibt eben auch andere Beziehungen, die damit in den Blick geraten, unter anderem eben auch interalgorithmische Beziehungen. Interessant fände ich vielleicht noch, dass du das einmal kurz skizzierst, was das für Formen der Beziehungen sind und wie man sich denen vielleicht auch nähert. Der Begriff stammt eigentlich von Karin Knozetina und Donald McKenzie, die das im Zusammenhang der Finanzmarkt Soziologie erforscht haben. Und vor allem bei Donald McKenzie kann man eben schön sehen, also der hat sozusagen diesen Begriff von Goffman der Interaktion jetzt diese Herausforderung angenommen und hat gesagt, wenn das stimmt, dass wir nicht mehr wie bei Goffman dominant mit menschlichen Interaktionsbeziehungen zu tun haben, sondern auch mit Interaktionen mit technischen Dingen, mit Algorithmen, dann muss man sich überlegen, ob wir vielleicht sogar so weit gehen könnten, eben
die Beziehung zwischen Algorithmen, das, was du gerade beschrieben hast, selbst als eine Form des Sozialen, als Gegenstand der Soziologie zu betrachten. Er bejaht das, versucht das, und das Argument ist hier, da geht es um den Hochfrequenzhandel, dass wenn man sich anschaut, wie geht es um Orderbücher, Auftragsbücher in elektronischen Börsenplätzen, dass wie da Aufträge gestellt werden, wie die verkauft und gekauft werden, dass die eben hochgradig Ergebnisse politischer Entscheidungen sind, hochgradig sozial vermittelt sind. Also schon die Frage, ob ich Preisbruchteile von einem Dollar oder von 10 Cent festlege, ist eine politische Entscheidung, eine soziale Norm. Und das materialisiert sich dann sozusagen in diesen Handelsalgorithmen, die dann eben entscheiden, ob jetzt der Verkauf noch relevant ist oder eben dann sagen, hier wird an dem Börsenplatz nur in Bruchteilen von 10 Cent gehandelt. Da kann ich sozusagen diesen 3 Cent Gewinn gar nicht materialisieren, weil das auf dem Börsenplatz eben nicht strukturell möglich ist. Und in dieser Art von Beispielen zeigt McKinsey, dass das dass sozusagen auch jede Form sozusagen der algorithmischen Interaktivität oder was eben als algorithmische Interaktivität bezeichnet, eben generell als auch eine soziale Beziehung beschrieben werden kann, weil sie eben soziale Normen hat, Erwartungen eingeschrieben sind. Auch die Frage, wenn man sich anschaut, wie Aufträge in den Auftragsbüchern sortiert werden, gibt es da Warteschlangen, nicht? Und diese Warteschlangen erinnern eben an all das, was wir sonst im normalen Leben an Warteschlangen auch so kennen. Und wir kennen dort auch Marktmanipulationsstrategien, wo man versucht, die Warteschlange auszutricksen, wo man sich vorzudrängelt, wo Hochfrequenzhändler bestimmte Strategien entwickeln, um sozusagen in eine bessere Position im Auftragsbuch zu kommen, dass ihre Aufträge eben dann schneller behandelt werden. Das ist jetzt eine Perspektive, die vor allen Dingen eben in den Science and Technology Studies sehr prominent ist, also diese Form der Einschreibung des Sozialen oder selbst, dass die digitalen Technologien eben so weit zu gehen, zu sagen, das sind jetzt nicht einfach nur Technologien, sondern selbst das Signal des WLAN-Routers ist eben ein sozialer Tatbestand. Das ist natürlich eine Provokation, aber ich finde das auch an den Beispielen, wie McKinsey das deutlich macht, schon sehr illustrativ, weil er eben wirklich zeigen kann, wie all diese Dinge gar nicht entstehen würden. Die sind nicht einfach nur sozusagen Ergebnisse einer technischen Evolution, wie uns manche eben Technikfreaks immer einreden wollen, dass das sozusagen aus sich selbst sich heraus gebiert, sondern das sind hochgradig pfadabhängige Entwicklungen, die auch das Ergebnis von sozialer und politischen Entscheidungen sind. Genau, das wäre vielleicht ein Beispiel dafür, wie man diese interalgorithmischen Beziehungen vielleicht illustrieren könnte. Ja, das würde ich auch ja sofort unterschreiben. Interessanterweise ist es für dich dann aber trotzdem, sind die subjektalgorithmischen Beziehungen, also eben nicht die interalgorithmischen Beziehungen, sondern die subjektalgorithmischen Beziehungen für dich eigentlich dann zentral, wenn es um eben die algorithmische Sozialität geht. Also das ist da doch in deinem Paper recht stark rübergekommen, dass das ist das, was dich am allermeisten interessiert. Und was ich auch in diesem Zusammenhang dann interessant fand, war, dass du da eine Abfolge von Wechselbeziehungen beschreibst, die eben, also Prozesse, die diese Wechselbeziehungen eben darstellen in der subjektalgorithmischen Beziehung. Und das beginnt mit einer algorithmischen Mustererkennung, dann zweitens der Versuch einer behavioristischen Verhaltenssteuerung, dann drittens ein vernakulares Erkennen und viertens dann digitale Praktiken, die wiederum das Material für dann eine erneute algorithmische Mustererkennung bilden. Also diese Abfolge von Prozessen fand ich interessant. Vielleicht wäre das hilfreich, den ZuhörerInnen das an einem Beispiel einmal zu erläutern. Und im Anschluss würde mich dann interessieren, ob diese Prozessabfolge für dich bei allen Formen von subjektalgorithmischen Beziehungen so gegeben sind. Weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, ob der Schritt des Versuchs einer behavioristischen Verhaltenssteuerung, ob der zum Beispiel zwingend vorkommen muss, weil das ist ja eine sehr spezifische Form des Versuches der Verhaltenslenkung, eine bestimmte Rationalität, die da eingeschrieben ist. Und auf eine Art fragt man sich ja, ob das zwingend an
Algorithmus als Form gebunden sein muss? Ich würde eher intuitiv jetzt sagen, nein, hoffentlich nicht. Das geht sozusagen schon, um die mit der letzten Frage anzufangen, auf das, was man eben soziale Algorithmen nennen kann. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das sind notwendigerweise maschinell lernende Algorithmen, die in der Lage sind, Feedback oder zu verarbeiten, sondern es geht hier wirklich um soziale Algorithmen, die sozusagen in irgendeiner Art und Weise Verhalten des menschlichen Akteurs in der Lage sind zu verarbeiten. Nicht? Also nochmal das Navigationsgerät nicht beobachtet einen, wenn man sich verfährt oder nicht folgt, wird halt neu ausgerechnet und wird sozusagen eine neue Route vorgeschlagen. Kann man jetzt natürlich begriffsanalytisch fragen, ob es sich streng genommen dabei um eine Verhaltenssteuerung handelt. Aber ich würde schon sagen, dass eben das Navigationsgerät, das hat natürlich jetzt relativ geringe Möglichkeiten, Anreize zu schaffen oder die Leute zu disziplinieren oder zu strafen. Aber ich denke schon, dass der Vorschlag selbst, den das Navigationsgerät macht, eben zu sagen, jetzt hier links und rechts wieder rechts, dass das schon auch Elemente einer Verhaltenssteuerung involviert, würde ich schon denken. Die erste Frage war dieser Kreislauf. Der Impuls dahinter ist der Theorie, zwei Fallen zu entkommen. Die eine Falle ist das, was man, wenn man jetzt oft mit Interviews mit Ingenieuren und Computerwissenschaftlern spricht, eben diese Vorstellung, das ist ein Werkzeug, nicht? Das ist eine Technik wie alles andere auch. Ich programmiere das hier, der Algorithmus, und letztlich macht er genau das, was ich da reinschreibe. Das sind Produkte menschlichen Intentionen und die setzen sich da um und dann kann ich dann eben sehen, die er macht, wenn er. Das hört man häufig, das hört man auch sogar noch von Börsenhändlern, wo man, wenn man jetzt da ethnografisch beobachtet, sagen kann, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist, weil die hochgradig auch von den Algorithmen gesteuert werden in ihrem Verhalten. Aber das ist sozusagen ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich das, was man aus der kritischen Soziologie oder kritischen Theorie kennt, die natürlich immer sofort den Begriff der Disziplinierung und Steuerung kennt. Das kennen wir auch aus der Populärliteratur, brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht in dem Medium hier länger darauf eingehen. Das habt ihr wahrscheinlich schon in anderen Formen diskutiert. Also die Vorstellung nicht, dass wir sozusagen von den sozialen Medien oder was auch immer wieder sozusagen gesteuert sind. Also die beiden Extreme, das zu entgehen. Und da ist diese Idee eben dieser algorithmisch-subjektiven Beziehungen, die auf der einen Seite dem Umstand gerecht wird, dass es natürlich Versuche der Verhaltenssteuerung gibt. Also ich habe selbst angefangen bei Navigationsgeräten oder eben Banalität immer wieder Amazon. Sie haben das gekauft, also wollen Sie auch das kaufen. Kennen wir ja mittlerweile schon. Und jetzt ist das umgekehrte Argument, dass wir eben das wahrnehmen. Und das hatte ich am Anfang gesagt, das Kennzeichen einer Digitalisierung 2.0 ist eben, dass wir nicht technikaffin sind und auch nicht technikalphabetisiert. Das heißt, wir wissen nicht, warum die Entscheidungen zustande kommen, wie sie zustande kommen. Das hat verschiedene Gründe, weil wir, wie gesagt, entweder vielleicht nicht alphabetisiert sind technologisch oder andersrum, weil eben viele Unternehmen auch ein Interesse daran haben, das intransparent zu halten, wie die Algorithmen zu ihren Entscheidungen kommen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, dass wir irgendwie aus diesem Verhalten einen Sinn für uns machen. Und das ist mit dem Begriff des vernakularen Wissens beschrieben. Das heißt, dass wir implizit irgendwie, wenn wir damit umgehen, ein Verständnis dafür entwickeln, wie die Dinge funktionieren. Und hier ist es eben wichtig, jetzt nicht den Fehler zu machen, eine Korrespondenz zu vermuten. Also, dass man sagt, das könnte man jetzt dieses implizite Wissen explizit machen. Dann wäre ich Computerwissenschaftler, nicht? Also, das wäre jetzt die Falle. Dieses implizite Wissen, deswegen nenne ich es eben vernakulares Wissen und nicht implizites Wissen, weil es eben eine eigenständige Form, wie eben eine Volkssprache, nicht? Sozusagen eine eigenständige Sprache und eine Kultur ist, des Umgangs. Berühmteste Beispiel ist bei Twitter der Hashtag, der sozusagen durch die NutzerInnen erfunden wurden. Das ist weder in die Plattform eingeschrieben, noch hat das irgendjemand mal vorgesehen. Hat jemand mal angefangen, hat das benutzt und es hat sich halt durchgesetzt. Das heißt, da wurde nichts verstanden. Da wurde auch nichts irgendwie, kein Code offengelegt oder kein,
keine Schulung durchgeführt. Das hat sich eben sozusagen so entwickelt. Und egal, wie wir jetzt damit umgehen, jede Form, auch den sozialen Medien, entwickeln wir vernakulare Formen des Wissens darüber. Wie gesagt, wichtig ist eben, dass die eigentlich überhaupt nicht mit den eigentlichen Intentionen oder Absichten dieser Technologie viel zu tun haben müssen. Und dann kommen wir zum Begriff der digitalen Praktik, weil natürlich Wissen, dieses Wissen Effekte hat. Man macht dann wieder irgendwas damit und jetzt muss eben dieses System entweder, indem es jetzt sozusagen aktualisiert wird von Programmierern oder weil es selbst durch maschinelle Lernprozesse vielleicht versucht, sich wieder darauf einzustellen, wieder darauf reagieren und wird da wieder irgendwie was versuchen zu erkennen und das dann wieder einen neuen Input geben. Und die, das Interessante ist sozusagen an diesen Subjekt-Algorithmen-Beziehungen, dass sie eben mit hochgradigen Prozessen sozusagen des wechselseitigen Nichtverstehens zu tun haben. Das würde ich sozusagen auch immer den Leuten sozusagen entgegenhalten, die die Algorithmen sozusagen vermuten, dass die irgendwas aushacken, dass die eben tatsächlich, und das ist mit der Begriff der behavioristischen Modelle schon relativ wichtig, weil diese Vermutung, dass sich sozusagen in den digitalen Systemen Gesellschaft nur einfach ausdifferenziert, glaube ich, relativ naiv ist, weil eben diese Systeme ja nicht differenzierungstheoretisch oder systemtheoretisch komplex gedacht sind, sondern die auf den einfachsten behavioristischen Modellen beruhen. Und wenn ich das als Soziologe sage, dass ich diese behavioristischen Modelle in der Soziologie als eine unangemessene Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit ansehe, kann ich ja jetzt nicht mich umgekehrt hinstellen und sagen, jetzt sind sie aber als Algorithmen auf der Welt und jetzt sind sie auf einmal richtig. Das ist natürlich nicht der Fall. Fakt ist aber dennoch natürlich, dass die uns irgendwie auf eine Art und Weise beeinflussen. Also irgendwas macht das mit uns. Und dann muss man jetzt empirisch herausfinden, was das mit uns macht. Und interessanter ist eben die Frage nicht, wie die Menschen dann darauf reagieren, welche neue Form des vernakularen Wissens sie entwickeln und wie sie dann darauf wieder sozusagen sich wechselseitig irritieren. Ja, also ich muss sagen, mir leuchtet das eh auch total ein. Ich glaube, was ich mich gefragt habe, war halt vor allem, ob diese spezifische Abfolge von Prozessen als Wechselbeziehung, die eben diese Form des Versuchs behavioristischer Verhaltenssteuerung mit eingeschrieben hat, ob das nur ein Subset ist der subjektalgorithmischen Beziehungen oder ob sich das auf alle subjektalgorithmischen Beziehungen so umlegen lässt. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, was... Da hast du ja vielleicht eine Vermutung, wo es nicht passt. Ja, meine Intuition wäre halt, dass nicht jede Form von subjektalgorithmischer Beziehung diese Form von behavioristischer Intentionalität sozusagen irgendwie eingeschrieben hat. Ja? Was wäre ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? da müsste ich jetzt nachdenken. Ich glaube, also so ein konkretes Beispiel hätte ich jetzt nicht sofort. Klar, man kann natürlich immer sagen, man könnte jetzt sozusagen schon dieses Beispiel des Navigationsgeräts hinnehmen und schon sozusagen das bestreiten, dass das was mit einer Verhaltenssteuerung zu tun hat. Man kann natürlich immer sagen, eigentlich ist das nur eine Form der Beschreibung, sozusagen ein Coded Space, wo irgendwie eine Art von Prozessualität eingeschrieben ist. Und dass das, also was ich auf jeden Fall sozusagen umstandslos zugestehen würde, ist, dass das natürlich graduell extrem unterschiedlich ist. Nicht? Also dass es natürlich Formen gibt, wo wir uns viel mehr bereit sind, darauf einzulassen oder auch gar keine andere Wahl haben, sozusagen auf diese Verhaltenssteuerung und das vielleicht eher hinnehmen. Und in anderen, wo das halt vielleicht eher weniger so ist. Also man muss vielleicht diese Wechselseitigkeit kann man vielleicht auch als wechselseitige Beziehung unterschiedlicher Intensität bezeichnen, nicht die auch graduell unterschiedlich sind. Also ein Beispiel ist immer jetzt bei der empirischen Forschung zum Hochfrequenzhandel, dass man eben schon sehr unterscheiden kann, wie sehr man sich bereit ist, von algorithmischen Prozessen steuern zu lassen. Und das hat eben sehr mit der Subjektivierungsform auch zu tun. Also wenn ich sozusagen sehr der Vorstellung eines sozusagen autonomen, selbstermächtigten, reflexiven, rationalen Ichs folge, dann tendiere ich eher dazu zu sagen, der Algorithmus ist ein Werkzeug, der das macht, was ich will. Wenn ich sozusagen eher kooperativ bin, dann
bin ich auch eher bereit, mich vielleicht von Prozessen einfach mal anregen zu lassen, die ich jetzt nicht notwendigerweise verstehe. Das ist feldspezifisch, glaube ich, auch noch unterschiedlich. Also insofern man das wahrscheinlich jetzt beim Spiel viel eher bereit ist, sozusagen diese Transgression des Subjekts einzugehen, Immersions in der Kunst und im Spiel, nicht? Dort, wo es ernst wird, dann nicht, bei dem Kapitalismus, da ist es dann alles ganz, ganz furchtbar. Ja, nee, ich hatte mich ja wirklich gefragt, ob es nicht einfach auch Kontexte gibt, in denen eben nicht nur ich als Subjekt sozusagen willentlicher da mich hineinbegebe, sondern es Kontexte gibt, in denen Algorithmen per se gar nicht aufbauen auf eine Rationalität, die als eine solche behavioristische Verhaltenssteuerung korrekt geframed wäre. Das ist ja, das war quasi das. Aber nachdem mir ohnehin sozusagen ein Beispiel jetzt nicht sofort in den Kopf springt, gehen wir einfach weiter, würde ich sagen. Also diese verschiedenen Prozesse und Wechselbeziehungen, die lassen sich, finde ich, sehr schön an einem Beispiel verständlich machen, dass du aufzeigst, und zwar anhand des autonomen Fahrens, beziehungsweise eigentlich des assistierten Fahrens. Vielleicht kannst du uns anhand dessen einmal kurz erläutern, wie denn diese Subjekt-Algorithmus-Beziehungen vonstatten gehen und wie sie auch durch die Perspektive einer algorithmischen Sozialität eigentlich besonders gut eben in den Blick genommen werden können und dabei dann vielleicht auch nochmal diesen Unterschied klar machen zwischen autonomem Fahren und assistierten Fahren, weil also wir haben oft autonomes Fahren schon gehört und viele nehmen das natürlich einfach als gegeben voraus, dass das jetzt dann bald ins Haus steht, aber dem scheint ja nicht wirklich so zu sein. Genau, das ist sozusagen auch eine Beobachtung gewesen, die mir dann relativ schnell bei dem Phänomen des autonomen bzw. assistierten oder auch vernetzten Fahrens aufgefallen ist, dass da eben sehr viele Dinge durcheinander kommen. Einerseits strategisch von denen diejenigen, die solche Systeme produzieren, das kennen wir ja, die versuchen sozusagen immer natürlich auch ihre Technologie als viel fähiger zu verkaufen, als sie tatsächlich ist. Also Elon Musk ist da ja das sozusagen das Paradebeispiel dafür, Sachen zu behaupten, die faktisch eben nicht umgesetzt sind. Das kann man kritisieren, aber da würde man sagen, gut, das ist eben deren eher Geschäft. Viel problematischer ist es eben tatsächlich auch bei der Analyse im Journalismus, aber auch in der eben Sozialwissenschaft, dass man diese Begriffe nicht sauber trennt. Es gibt so einen Lieblingsartikel in der FAZ, den Namen jetzt des Autos habe ich vergessen, da heißt es eben, es gibt sozusagen eine Road-Driver-Kamera, die die Augenbewegungen des Fahrers oder der Fahrerin beobachtet und dadurch, den Zitat, das autonome Fahren sicherer machen will. Also diese Kamera dient dazu, die Person sozusagen davor zu warnen, wenn sie in Sekundenschlaf einschläft, also wenn sie einschläft, gibt es ein Signal, wacht man auf. Und wenn man diesen Satz jetzt liest, fragt man sich natürlich schon, warum muss ein autonomes Fahrzeug die Wachheit des Fahrers oder der Fahrerin überwachen, wenn es doch heißt, dass diese autonomen Fahrzeuge uns irgendwann mal selbst fahren sollen. Und wieso ist das eine Entwicklung, eine Technologie auf dem Weg hin zum autonomen Fahren? Es scheint doch eigentlich eine Entwicklung auf dem Weg zu etwas ganz anderem zu sein, nämlich nicht zum autonomen Fahren, sondern eben zu einem viel stärkeren Vernetzung von Fahrzeug und Fahrerin. Das ist sozusagen die Beobachtung, dass wir also zwei Dinge durcheinander geworfen werden, dass also autonomes Fahren eigentlich in erster Linie nur als ein imaginäres existiert. Also imaginäres in den Versprechen der Produzenten oder eben auch in einer unreflektierten Übernahme von Journalisten oder sozialwissenschaftlichen Analysen. Und auf der anderen Seite das assistierte Fahren eben tatsächlich eine Praktik ist, beziehungsweise eben auch eine Politik insofern, als man ja kürzlich lesen konnte, dass verschiedene Assistenzsysteme seit Anfang dieses Jahres in der Europäischen Union verpflichtend in jedem verkauften Fahrzeug einzubauen sind. Da kann man eben tatsächlich sehen, wie sich das, dass es nicht nur ein imaginäres ist, eine Imagination und eine Fantasie, sondern das ist eben tatsächlich eben, kann man als Technologie jetzt sagen, die hat sich auf dem Markt verbreitet und ist insofern auch für die Soziologie eben interessant, weil natürlich die Individualmobilität, ob man das jetzt gut findet oder nicht, eines der weit verbreitetsten Phänomene
oder Gesellschaftsphänomene sind. Und da kann man jetzt sehen, dass diese Umsetzung der Assistenzsysteme natürlich wichtig sind. Und wenn man sich das anschaut, nicht, dann stellt man eben fest, dass diese Assistenzsysteme eigentlich alle dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Fahrers oder der Fahrerin auf den Verkehr und das Fahrzeug zu lenken. Ablenkungsassistenten, Einschlafwarnungen, alle solche Formen dienen nicht dazu, dass das Auto besser fährt, sondern nicht, oder Spurhalteassistenten, Notbremsassistenten, alle solche Sachen dienen letztlich nur dazu, den Fahrenden nicht davon abzuhalten, dass sie einschlafen oder aus dem Fenster gucken oder sich mit den Nachbarn unterhalten. Und da sieht man eben, das sind ganz verschiedene, nochmal um den Begriff der algorithmischen Sozialität oder auch der Beziehung zurückzukommen, das sind eben ganz andere Beziehungsformen. Und jetzt wäre der Vorschlag zu sagen, mit dem Begriff der algorithmischen Sozialität bekommt man dieses Phänomen in den Griff, weil man eben sehen kann, dass hier diese Beziehung zwischen Fahrzeug und Fahrerin immer weiter intensiviert wird auf der visuellen Ebene, also die Überwachung der Augen, nicht der Lied, ob man einschläft oder eben ob man von der Bahn abkommt. Und da finde ich eben dieser relationale Begriff der algorithmischen Sozialität analytisch viel hilfreicher, weil er eben nicht zu diesen Verwirrungen führt, dass wir irgendwie von autonomen Fahrzeugen ständigen reden, die weder sozusagen entwickelt sind noch marktfähig sind. Und diese ganze Rede auch sozusagen dazu führt, dass wir faktisch überhaupt nicht erkennen, mit welcher gesellschaftlichen Veränderungen wir es eigentlich zu tun haben. Nicht? Dass die gesellschaftliche, relevante gesellschaftliche Veränderung nicht darin besteht, autonome Fahrzeuge zu haben, die uns es erlauben, irgendwann einfach mal ein Buch zu lesen im Auto, sondern die eher dazu führen werden, dass wir mit dem Auto, mit dem Fahrzeug noch auf eine viel intensivere Art und Weise verschmolzen werden als je zuvor. Nicht? Also eine Intensivierung und Vertiefung der Mensch-Maschine-Beziehung, würde man eben sagen. Nicht? Und das wäre jetzt sozusagen das Argument, dass man das nur erkennt, wenn man eben erstens diese beiden Phänomene unterscheidet. Das eine ist ein imaginäres, das eine ist eine tatsächliche empirische umgesetzte Praktik oder eine Technologie. Und zweitens brauche ich dafür eben eine Theorie, die das überhaupt beschreiben kann. Und dafür wäre dann der Vorschlag, dass ich jetzt hier mit dieser algorithmischen Sozialität gleich in die Bresche springen kann. Diesen Prozess, den du eben gerade skizziert hast, den fasst du dann auch als Ironie der Assistenz beziehungsweise Dialektik der Assistenz zusammen. Und was ich total interessant fand, und das kam jetzt eigentlich doch auch in der Art und Weise, wie du das beschrieben hast, ganz gut durch, ist, dass es am Ende eigentlich in der gesteigerten Disziplinierung des Subjekts auch mitunter münden kann. Und zwar nämlich genau eigentlich diametral entgegengesetzt zu dem, was als Verkaufssprech dann eigentlich eben angefahren wird, nämlich ein Autonomieversprechen. Was wiederum interessant ist, weil ja da dann eigentlich man auf eine Art von doppelter Idealisierung der Autonomie stößt. Ja, es ist ja kein Zufall, dass Elon Musk quasi die Person ist, die in diesem in diesem Move quasi federführend ist, denn der ist ja bekanntermaßen ein Libertärer, der sozusagen die Idee des autonomen Individuums quasi ganz besonders hoch hält. Ja, und das fand ich auch total spannend, dass da ja dann auf der einen Seite eigentlich dem Fahrzeug quasi eine Autonomie zugesprochen wird, die nicht eingelöst wird, weil das Fahrzeug ja am Ende dann eben nicht autonom fahrend ist, sondern nur eben quasi assistiert, immer noch von einem Menschen gesteuert wird. Und natürlich dann eigentlich im Verkaufssprech wiederum ja auch der Fahrerin und dem Fahrer quasi eigentlich eine Idee von Autonomie vorgehalten wird oder nicht vorgehalten, eine Art von Autonomie versprochen wird, insofern als dass sie quasi während der Fahrt sozusagen sich zurücklehnen kann und eben was lesen, schlafen, was auch immer. Und beides wird eigentlich eben nicht eingehalten, aber trotzdem mit der Idee der Autonomie verkauft. Das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und das dann am Ende als Pointe, die wiederum durch die Theorie algorithmischer Sozialität dann in den Blick kommt, als Pointe eigentlich auch noch als Sahnehäubchen oben drauf gesetzt wird, dass im Grunde das in der Form von gesteigerter Disziplinierung der Subjekte dann mündet. Das fand ich eigentlich als so ein Gesamtbild ganz anschaulich und ironisch eigentlich. Deswegen war Ironie der Assistenz auch ein ziemlich treffender Begriff, fand ich, muss ich sagen. Ja, das ist, würde man jetzt überhaupt nicht, also gerade wenn man jetzt
jetzt aus Deutschland kommt, kennen wir ja das Phänomen, dass der oder die Deutsche gern mit manuell schaltenden Fahrzeugen fährt, nicht? Also Deutschland ist ja das einzige Land, wo es kaum automatische Schalter gibt, weil eben alle sozusagen kleine Versionen von Michael Schumacher sind. Und ausgehend von dieser Beobachtung würde man natürlich sagen, es gibt eine bestimmte Widerständigkeit gegen die Vorstellung autonomer Fahrzeuge. Wenn ich jetzt schon nicht bereit bin, eine automatische Gangschaltung zu akzeptieren, dann würde ich natürlich vermuten, dass ich auch gegen die Vorstellung autonomer Fahrzeuge bin. Und gerade in den USA lässt sich halt genau das gegenteilige Phänomen beobachten, wie du es schon beschrieben hast, dass da eben die Vorstellung des freien, unregulierten Individuums, also unreguliert nicht vor Gesellschaft sozusagen, sich gespiegelt wird in das Fahrzeug. Nicht, dass man dort aktive Lobbyarbeit betreibt, dass diese Fahrzeuge nicht vernetzt sein sollen. Also, dass man jetzt sagen würde, als Regulierungsbehörde sagen würde, wir setzen jetzt voraus, dass zum Beispiel die Fahrzeuge miteinander vernetzt sind, dass sie erkennen können, wenn vorne einer abbremst, kann der hinten schon abbremsen, kommt es nicht zu Auffahrunfällen, wäre ja technisch eigentlich liegt auf der Hand. Das wird sozusagen aktiv unterminiert, weil man eben dadurch sozusagen Eingriff in die Freiheit des Individuums befürchtet, was in dem Moment sich sozusagen als Fahrzeug reinkarniert hat. Eine ziemlich verrückte Wandlung, die man jetzt wirklich gar nicht erwarten würde. Genau, und das Ergebnis ist dann, das kann man ja auf YouTube und überall beobachten, diese Videos, wo irgendwelche Leute in ihren Teslas sitzen und schlafen, die also sozusagen auf dieses Versprechen von Musk hereingefallen sind. Da heißt dieses Assistenzsystem ja auch, glaube ich, Autopilot. Also das wird das sozusagen so verkauft. Das heißt, die Fahrenden glauben das eben, dass das so ist, nutzen das dann, kommt es dann eben zu entsprechenden Unfällen. Das wäre sozusagen eben diese Ironie der Assistenz. Gibt es einige Untersuchungen, die sagen eben mittlerweile sind diese Assistenzsysteme die größten Quellen von Verkehrsunfällen. Nicht mehr Alkohol oder irgend sowas, sondern diese Ablenkung durch Assistenzsysteme oder einfach indem man die Assistenzsysteme überschätzt oder indem man sie unterschätzt oder indem man abgelenkt wird, wenn man nicht versteht, nicht, wenn man überlastet ist, man mietet sich vielleicht ein Auto oder jemand hat ein entsprechendes Alter erreicht, versteht nicht so schnell, was diese ganzen Displays alles machen, guckt da drauf und sozusagen kommt es zu Unfällen. Das wäre sozusagen die Ironie der Assistenz, nicht, dass sozusagen jetzt durch Systeme, die eigentlich das Fahren leichter machen sollen, die eigentlich das verschlimmern und die Dialektik der Assistenz besteht eben dann darin, dass man jetzt Assistenzsysteme einbaut, die genau das wieder verhindern sollen, nicht, also Ablenkung verhindern sollen, dass ich jetzt eben nicht von den Assistenzsystemen abgelenkt werde, wird durch erweiterte Assistenzsysteme verhindert. Nicht? Das ist schon eine sehr verrückte Entwicklung und hat, glaube ich, eben in erster Linie damit zu tun, was ich vorhin angesprochen habe, dass man systematisch sozusagen diesem Verkaufsversprechen, dass es sich um autonome Fahrzeuge handelt, systematisch auf den Leim gegangen ist. Dass es sozusagen niemand, oder es gab natürlich immer Leute, die gewarnt haben und das wissen nun, aber dass man auch in den zentralen Medien überhaupt nicht versteht, mit welcher Entwicklung es wir zu tun haben, dass jedes Assistenzsystem eigentlich eine Vertiefung der Beziehung ist und keine Entlastung in dem Sinne. Aber ich muss das immer ein bisschen beholen, weil unsere Diskussion sonst in eine falsche Richtung geht, weil ich eben gerade dieser reinen Disziplinierungsperspektive ein bisschen entkommen will, ist das eben auch eine Disziplinierung des Fahrzeugs, nicht? Also das Fahrzeug wird ja jetzt auch gezwungen, ständig aufzupassen, was der Fahrer macht oder die Fahrerin. Also es ist auch eine Subjektivierung des Fahrzeugs gleichzeitig, was jetzt auf einmal sehr menschlich wird oder zumindest für menschliche Schwächen sich sensibilisieren muss. Nicht? Da sitzt jetzt ein Mensch drin, der überschätzt sich, der wird abgelenkt, der tendiert dazu, auch einzuschlafen. Also haben wir es auch einerseits mit einer doppelwechselseitigen Assistenz, könnte man sagen, zu tun. Also ich assistiere dem Fahrzeug, das Fahrzeug assistiert mir. Umgekehrt ist das aber eben auch eine doppelseitige Disziplinierung, insofern als das autonome Fahrzeug ja auch Autonomie verliert. Es ist sozusagen auch, wird immer mehr abhängig davon, dass da jemand drin sitzt und auch das Richtige tut und die richtigen Knöpfchen drückt. Damit haben wir jetzt im Grunde eigentlich einen Weg, der derzeit beschritten wird, beschrieben, also diese Abfolge von eigentlich Ironie der Assistenz und dann Dialektik der Assistenz, dass man also in dem Fall mit dem Versprechen der Autonomie
nicht autonome Systeme einbaut, die dann wiederum von den Menschen falsch verstanden werden oder für bare Münze falsch verstanden werden als autonome Systeme, daraufhin ihr Verhalten darauf ausrichten, als wären sie wirklich autonom, was wiederum Dysfunktionalitäten erzeugt, weshalb man eben, siehe Dialektik der Assistenz, wieder neue, erweiterte Assistenzsysteme einbauen muss, die das wiederum versuchen zu adressieren. Das ist sozusagen ein der eine Strang, der wirklich gelebte Realität ist, muss man da auch jetzt hinzu sagen, weil, wie Robert, du ja eben gesagt hast, das ist jetzt auch quasi schon in die Politik eingegangen. Das ist sozusagen mal der eine Zugang, der derzeit auch absolut so praktiziert wird. Und ein anderer Zugang auf dieses Problem, in Anführungsstrichen, der störenden Subjekte oder der sozusagen in dem Fall dysfunktional agierenden Subjekte einzugehen, den beschreibst du als Prinzip des Ausschlusses eigentlich der menschlichen Subjekte, ja. Und also mich hat das sehr stark erinnert an einen Vortrag, den ich mal gesehen habe von Benjamin Bratton, in dem er eine Zukunft beschreibt, in der menschliche AutofahrerInnen als ignorant individualistische Bedrohungsfaktoren beschreibt, ja, die entgegen jeder empirischen Faktenlage darauf beharren, ein freiheitliches Verkehrsrisiko darstellen zu dürfen. Ja. Und Bratton nimmt da dann halt relativ klar Stellung für ein umfassendes, kollektiv vernetztes, nichtmenschliches Fahren. Ja. Also das ist eben das, was du dann wiederum in deinem Text mit Verweis auf einen Konzern namens Waymo, der wohl eben auch versucht, autonome Systeme, also Systeme autonomen Fahrens beziehungsweise erweitert assistierenden Fahrens zu entwickeln. Mit Verweis auf diesen Konzern gehst du eben auch auf diese Variante ein, denn eben auch Waymo beschreibt, dass im Grunde sagen in ihrer Perspektive der Mensch eigentlich das größte Problem ist. Denn der Mensch, der ist eben nicht so regelkonform, wie es die programmierten Autos eben sind. Und denen fällt es wiederum unglaublich schwer, auf dieses Abweichen von der Regel wiederum einzugehen, weswegen dann wiederum die Schlussfolgerung von Waymo ist, man müsse doch eigentlich dann dafür sorgen, dass dieser Störfaktor nicht mehr partizipiert am Verkehr, am Straßenverkehr. Und erst dann könne sozusagen ein Maß an Sicherheit erzeugt werden, das irgendwie sagen, der Sache gerecht wäre. Vielleicht kannst du das uns ein bisschen näher bringen, diesen Zugang des Ausschlusses und auch was das, was das bedeutet. Die Ausgangslage ist natürlich wieder wie vorhin, also sozusagen die völlige Verwirrung, was autonomes Fahren tatsächlich in seiner Umsetzung bedeutet, dass wir eben angefixt sind. Lucy Suchman nennt das sozusagen die Privilegierung der Maschine. Also wir schauen uns an Möglichkeiten und Grenzen, Big Data und maschinelles Lernen und autonomes Fahren, aber dass das natürlich eigentlich immer nur in Interaktionsbeziehungen auftaucht und als Technologie völlig uninteressant ist oder nicht sehr aufschlussreich ist, wird halt übersehen. Und das sind sozusagen, jetzt kommen diese Unternehmen, stellen halt fest in ihren Analysen, also bestimmte Abläufe können wir das Fahrzeug sozusagen semi-autonom durch die Stadt führen, aber dann gibt es Leute, die laufen dabei rot über die Ampel und zum Schluss fahren die Autos sozusagen super vorsichtig im Schritttempo durch die Stadt. Die menschlichen FahrerInnen, die dahinter sind, verlieren die Nerven, fangen an zu hupen und es kommt sozusagen auch zu Gewaltausbrüchen gegen diese Testfahrzeuge. Einfach, weil man hier ist, und das ist sozusagen eigentlich das, wo ich auch mit diesem ganzen Gemengelage der algorithmischen Sozialität hinweisen will, dass das Problem, größte Problem eigentlich nicht die Umsetzung, technische Umsetzung des autonomen Fahrens ist, sondern eben eigentlich die Sozio- oder die Subjekt-algorithmische Beziehung, nicht, dass man es schafft, Fahrzeuge und menschliche Personen in eine Beziehung zu setzen. Und ähnlich, ich habe das mal auf einer Industriekonferenz mal jemanden, so einen Ingenieur, gefragt, die sozusagen ihre Präsentation machen. Da ist ja dann das autonome Fahren immer in fünf Jahren umgesetzt in diesen Präsentationen, nicht? Und dann habe ich eben mal gefragt, wie das jetzt eigentlich, man sich das als Soziologe vorstellen soll, dass wir eben auf der einen Seite als SoziologInnen wissen, dass Menschen eben Normenbrecher sind, sich eben nicht an Normen halten oder eben dazu tendieren, die Normen immer ein bisschen
nicht, zu schieben und eben ein Algorithmus das halt nicht kann. Eine Höchstgeschwindigkeit ist halt eine Höchstgeschwindigkeit. Die kann man jetzt zwar irgendwie manuell diskretionär überschreiben, aber dazu braucht es auch wieder einen menschlichen Fahrer. Das Fahrzeug wird das nicht können. Und ist eben die Frage, wie können Regelfolger und Regelbrecher zusammenleben? Das läuft, hat der Ingenieur dann auch zugegeben, dass das eigentlich faktisch empirisch nur geht, indem man die Menschen das Fahren verbietet. Also das, was du auch geschrieben hast. Indem man sie aus dem Verkehr ausschließt. Wir kennen das und das daran zeigt sich auch in gewisser Weise die Banalität des gesamten Phänomens. Wir kennen das ja auch von anderen autonomen Fahrzeugen, nämlich zum Beispiel so Zubringer-Shuttle am Flughafen, die sozusagen autonom nicht fahren. Was man da beobachten kann, ist genau das Phänomen. Das wird halt in hochgradig isolierten Umwelten, findet das statt. Da gehen Türen zu, gehen Türen auf. Es gibt eine Schiene, auf der das langfährt. Das sind sozusagen hochgradig künstliche Umwelten. Und auch, man sieht man jetzt bei dem autonomen Fahren, die angeblich in diese Alltagswelt gebracht werden soll. Das ist ja Anspruch, dass das autonome Fahrzeug eigentlich faktisch überall fahren kann, auch auf dem Mond, dass das eben eigentlich nur sofern funktioniert, wenn man die eben umweltextrem artifiziell zurichtet. Also entweder vollpackt mit Sensoren, dass die Fahrzeuge eben wissen, wo sie sind, und eben auch eine massive Ausschluss von Menschen. Und da gab es jetzt verschiedene Testgelände, verschiedene Städte haben eben Experimente zu technischen Fahrzeugen gemacht. Und da gab es eben dann auch diese Phänomene, dass dann faktisch die gesamte Innenstadt für Menschen abgesperrt ist. Nicht auch immer dann sozusagen Zäune an der Straße. Es gibt Schranken beim Fußgängerüberweg. Da sieht man also genau das umgesetzt, dass sozusagen der Regelbrecher Mensch aus diesem Phänomen ausgeschlossen ist. Und es ist ganz offensichtlich, dass es entweder darauf hinausläuft, den Menschen auszuschließen, wie sozusagen beim Flughafenzubringer, beim Shuttle, oder dass es eine Art von intensivierter Beziehung bedarf, wo man dann aktiv sagen kann, so kennt man das letztlich auch, wenn man sich mal ein neues Auto mit so Assistenzsystemen mal fährt und man hat diese Abstandsassistenten und man merkt, dass sozusagen man fährt jetzt auf der Überholspur und der Abstandsassistent hält sozusagen diesen Mindestabstand ein. Und nachdem das vierte oder fünfte Auto in den Sicherheitsabstand gefahren ist, hat man dann auch keinen Spaß mehr an diesem Assistenzsystem und wird dann entweder eben diese Distanz verringern, also eigentlich den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand unterschreiten, oder man wird die Geschwindigkeit drosseln müssen und irgendwie heranfahren. Das ist jetzt eben nochmal sozusagen ein Zeichen dafür oder ein Symptom dafür, dass man eben sagen kann, die wahrscheinlichere Form als Soziologe, würde ich sagen, ist eine Form von Interaktion, dass man komplette Städte und die gesamte komplette Fahrindustrie oder Infrastruktur von Menschen absperrt, kann ich mir faktisch eigentlich nicht vorstellen. Insofern eben nochmal das Plädoyer, dass man das mit einer Beziehungsanalyse eigentlich aufschlüsseln muss, diese Transformation, die sich da vor unseren Augen abspielt. Oder auf einer Art, finde ich, ist ja, oder vielleicht verstehe ich das auch falsch, das würde mich jetzt interessieren, auf einer Art klang das ja jetzt so, als ob durch die Differenzierung von autonomem Fahren oder dem eben in Anführungsstrichen falschen Versprechen von autonomem Fahren und dem anderen Paradigma, nämlich dem vernetzten, koordinierten Fahren, dass da eigentlich schon auch zwei unterschiedliche Paradigmen sich so ein bisschen aufzeigen, oder? Also das ist das vielleicht dann auch eine Form des Verständnisses von subjektalgorithmischen Beziehungen und Beziehungshaftigkeit eigentlich da so ein bisschen drin versteckt liegt oder ein Versprechen vielleicht auch, eine Möglichkeit, eine Chance drin liegt. Wenn man also weder sagen, das menschliche Subjekt komplett ausschließen will, noch eigentlich einem falschen Versprechen totaler Autonomie folgen, das dann in einer gesteigerten gegenseitigen Disziplinierung von sowohl in dem Fall dem Auto als auch dem Menschen mündet. Was gäbe es da vielleicht noch für einen anderen Weg, mit dieser grundsätzlichen Problematik von subjektalgorithmischen Beziehungen umzugehen? Und auf eine Art hatte ich das Gefühl, dass die Form des vernetzten,
koordinierten Fahrens eigentlich da auch schon versucht, sozusagen einem anderen Paradigma zu folgen, das eben dann nicht auch in diese Falle der falschen Autonomie tappt und infolgedessen dann eben auch andere Lösungsvorschläge anstrebt. Aber wie hätten wir uns die vorzustellen? Wie kann man sich das vielleicht anhand des Beispiels des autonomen Fahrens dann auch ein bisschen veranschaulichen, wie quasi diese Beziehung anders gedacht werden kann? Das gibt es natürlich alles. Das sind auch eigentlich, könnte man jetzt nochmal den Begriff der Algorithmuskulturen schreiben, das sind eben verschiedene Algorithmuskulturen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine steile These, aber ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt ein bisschen die Vermutung, dass das ein Grund ist, warum wir viel von dem autonomen Fahren aus den USA hören, Waymo, Musk, Tesla, und eigentlich aus Europa gar nicht so sehr. Das, was ich mal sozusagen als explorative Studie untersucht habe in Düsseldorf zum vernetzten Fahren, hieß eben vernetztes Fahren, nicht? Und das hatte eigentlich einen ganz anderen Zuschnitt. Das ist also nicht das Interessensprojekt von technolibertären Individualisten und Milliardären, sondern das ist ein Projekt einer Stadt. Eine Stadt hat natürlich eine ganz andere Form, ein ganz anderes Problem. Die Stadt hat ja überhaupt gar kein Interesse daran, dass das Fahrzeug autonom fährt. Die Stadt hat Interesse daran, dass der Verkehr effizient geregelt wird, dass die Emissionen gesteuert werden, dass das Parkplatzproblem gelöst werde. Und dieses vernetzte Fahren in Düsseldorf zielte eben genau darauf ab. Also das sind ganz andere Problematisierungen, die damit betrieben werden. Wie kann man verhindern, dass in dem Tunnel es zu Auffahrunfällen, wie kann man den sperren, wenn es ein Feuer, ein Unfall ist? Verkehrsleitsysteme, nicht, dass da ist sozusagen die Frage des vernetzten Fahrens immer eine Frage der Kooperation, ein Kooperationsproblem. Also würde man sagen, wenn eine Stadt sowas betreibt, dann wird sie dieses Phänomen ganz anders angehen, als wenn ein sozusagen irgendwie ein Egomane das betreibt, der sozusagen am liebsten mit seinem Auto gleich noch zum Mond fahren würde, wenn es möglich wäre. Also das unterscheidet sich sozusagen schon. Und interessant war bei dieser explorativen Studie in Düsseldorf eben auch, dass die eigentlich im Grunde eine Infrastruktur gebaut haben. Also wir bauen Sensoren, Kameras, Bluetooth-Schnittstellen, bieten wir ein in der Stadt, in einer bestimmten Teststrecke. Und jetzt bieten wir das Privatunternehmen an, das zu nutzen. Das Einzige, was wirklich gut funktioniert hat, ist sozusagen der öffentliche Nahverkehr, also die Busse, dass man jetzt sagt, kann die Busfahrer damit optimieren. Das System findet jetzt heraus, dass in 30 Sekunden davon rot wird. Dann kann der Busfahrer auch ein bisschen länger an der Haltestelle warten, stellen, solche Sachen. Aber man hat dann versucht, auch Privatunternehmen fort und so einzubinden. Und eigentlich hat man festgestellt, dass viele von diesen Unternehmen überhaupt gar kein Interesse haben, weil sie eben ihre Technologien, die sehr auf Individualverkehr abgestellt sind, mit diesen Infrastrukturen eigentlich überhaupt nichts anfangen können oder einfach auch gar nicht daran interessiert sind, nicht? Die sind eben daran interessiert, Individualfahrzeuge herzubauen. Und dadurch ist diese gesamte Ausrichtung der Technologie ganz anders orientiert, als wenn ich sagen würde, ich versuche, ein Phänomen zu bauen, wo wir ein gesellschaftliches Problem lösen und nicht nur ein individuelles. Also insofern ist es auch empirisch jetzt schon so, dass man eben ganz verschiedene, nicht? Man kann eben vernetztes Fahren, das ist eigentlich wieder ein anderes Phänomen. Also man kann ja sagen, Assistenzsysteme oder assistiertes Fahren kann auch vernetzt sein, wenn die Fahrzeuge eben miteinander vernetzt sind und sich beobachten und miteinander kommunizieren. Aber vernetztes Fahren kann auch viel ganz anders gemeint sein, nicht? Also dass es eben wirklich um eine Funktion des Gemeinschaftslebens, des gemeinsamen Zusammenlebens geht. Man sagt, wie kann ich das jetzt so gestalten, dass wir alle einen Bus benutzen können, ohne jetzt sozusagen ständig irgendwie spät zu sein und dann lieber doch wieder das eigene Auto nehmen, solche Sachen. Das ist ja wirklich ein ganz großartiger Ausblick, finde ich, der sich jetzt da bietet aus der Analyse der algorithmischen Sozialität heraus, eigentlich zu einem Plädoyer für kooperative Algorithmuskulturen zu kommen. Absolut. Das ist ja eigentlich wirklich schön und schließt auch super an meine letzte Frage, die da ist. Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Boah, das ist immer eine schwierige Frage. Also wie gesagt, solche Sachen, solche Phänomene, wie wir sie jetzt gerade zum Schluss beschrieben haben, von Kooperation sind natürlich viel spannender. Ob das jetzt sozusagen eine Zukunftsentwicklung ist, kann ich schwer
absehen. Ich bin da ehrlich gesagt als Soziologe auch ein bisschen emotionslos. Sowohl was hoffnungsvolle Zukunftsszenarien als auch Dystopien betrifft. Ich bin da mehr sozusagen an den tatsächlichen Veränderungen, die man konkret beobachten kann, interessiert. Und da glaube ich schon, dass man, das versuche ich auch sozusagen in diesem Konzept der algorithmischen Sozialität zu berücksichtigen, dass das eben keine festgelegte Sache ist, nicht? Also da sind extrem viele Unbestimmtheiten drin in dem Prozess. Und ich glaube, dass wir einen bestimmten, also ich würde jetzt, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu, ich dekonstruiere jetzt vielleicht deine Frage zu sehr, dass ich eigentlich eher Interesse habe oder finde, dass wir eine größere Sensibilität entwickeln sollten für die Momente der Transformation oder des Werden, in dem wir uns gerade befinden, weil wir eben sehr dazu tendieren, die aktuellen Entwicklungen entweder von ausgehend von der Vergangenheit zu denken oder eben irgendwelche kritischen Befürchtungen gleich mal von der Vergangenheit wieder in die Zukunft klappen. Insofern, da bin ich wahrscheinlich dann auch wieder zu sehr Deleuzianer, finde ich diese Fokussierung auf die Zukunft vielleicht eher problematisch und würde eher sagen, was wir eigentlich sehr selten können, ist zu verstehen, dass in den Momenten, in denen wir leben, was da eigentlich für Momente möglich sind, vom Transformationsmomente eigentlich drinstecken, weil wir möglicherweise eben immer schon sozusagen in Zukunftshoffnungen und Zukunfts- oder Vergangenheitsbefürchtungen leben. Also würde ich die Frage vielleicht ein bisschen umdrehen, dass ich immer sozusagen auf diese Transformation im aktuellen Moment eigentlich, das stimmt mich sozusagen immer wieder freudig, weil ich glaube, dass man, egal was sozusagen passiert, es nie vollständig bestimmt ist, wie es weitergeht. Nicht? Ich meine, es kann, das ist jetzt freudig, ist damit auch natürlich schlecht gewählt, weil es kann auch immer alles viel schlimmer kommen, als es eh schon ist. Aber es kann auch eben noch wieder besser kommen. Das ist jetzt so eine sehr unbefriedigende sowohl als auch Antwort. Das tut mir jetzt leid. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist beharrt ja einfach vehement auf der Offenheit, die in jeder Gegenwart auch gegeben ist. Das finde ich eigentlich ganz großartig. Und mich persönlich stimmt das auch freudig. Insofern kann ich das total verstehen als eine Antwort. Ja, okay, und super. Danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich genieße das immer sehr, den Podcast, und werde weiter zuhören, dem, was hier in Zukunft noch kommt. Das freut mich. Bis da. Ciao. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan@futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis, zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.